Was kam zuerst, der Boden oder die Vegetation? Wie bei Henne und Ei besteht eine Wechselwirkung zwischen Boden und Vegetation. Allerdings gibt das Ausgangsgestein bestimmte Bodeneigenschaften vor. So entstehen Pottsohle vorwiegend auf kalkarmen Gesteinen. Diese sauren Gesteine können Granite, Gneise oder Sandsteine sein. Dieses Ausgangsmaterial zusammen mit dem Klima bilden einen Lebensraum, in dem sich Pflanzengesellschaften ansiedeln. Handelt es sich um die ersten Pflanzen, die diesen neuen Raum erobern, nennt man diese Pionierpflanzen. Ist noch hauptsächlich das Ausgangsgestein und nur weniger lockerer Boden vorhanden, sind dies häufig Moose und Flechten. Durch das Wachstum entstehen Säuren, die bei der Verwitterung der Felsen mitwirken. Die Pflanzen beeinflussen also ihren Lebensraum. Die Wurzeln durchdringen den Boden, abgestorbene Pflanzenreste sind individuelle Nährstofflieferanten, sie beeinflussen den pH-Wert und bilden Grundlage für die weitere Besiedelung des neuen Lebensraums durch Bodenbewohner wie Pilze, Mikroorganismen oder Insekten.